500 römische Silbermünzen. Aber es bräuchte noch 10 weitere solcher Haufen, um den gesamten Schatz vorzuzeigen. 5700 Münzen umfasst er insgesamt. Es handelt sich um den größten Silbermünzschatz, den wir je in Bayern gefunden haben aus römischer Zeit. Das Besondere an diesem Schatzfund ist eben auch, es sind Denare aus dem 1. und 2. Jahrhundert, die noch einen sehr hohen Silbergehalt haben. Gefunden wurden die Münzen bei Bauarbeiten, lose verstreut, genau dort, wo die Römer einst ein Militärlager errichtet hatten. Dass der Fundort bekannt und vor allem so gut erforscht ist, ist für die Archäologen ein Glücksfall. Hinter einer Tresortür lagert nun der ganze Schatz. Jede einzelne Münze wird gesäubert und dokumentiert, um dann Erkenntnisse über die damalige Zeit zu liefern, wie diese Kaiser-Hadrian-Münze. Also dieser Geldbetrag muss für antike Verhältnisse enorm gewesen sein. Mehrere Kilogramm Silber. Also da lässt sich am ehesten an Personen denken, die im Umkreis des Militärs oder des Handels tätig waren. Wie haben die Römer im süddeutschen Raum gelebt? Darüber könnte bald mehr bekannt sein, dank des Römerschatzes aus Augsburg.